Beschäftigen uns in diesem Kapitel mit Parabeln. Und ein paar Parabeln habe ich bereits hier gezeichnet. Das sind einmal hier die rote Figur, hier dieser schwarze Graf, also hier dieser blaue Graf. Was auffällt, ist, dass diese Parabeln alle zueinander ähnlich sind. Und die Ursache dieser Eigenschaft ist, dass sie aus Verschiebungen und Spiegelungen der gestrichelt gezeichneten Normalparabeln hervorgehen. Die Normalparabel, das ist diese Parabel, die durch den Ursprung des Koordinatensystems verläuft. Der wichtigste Punkt einer jeden Parabel ist ihr Scheitelpunkt. Das ist jeweils der höchste oder tiefste Parabelpunkt. Sehen wir uns das mal an. Bei der roten Parabel ist der tiefste Punkt dieser rote Punkt. Das ist der Scheitelpunkt. Bei der blauen Parabel ist der höchste Punkt dieser Punkt. Das ist dann der Scheitelpunkt der blauen Parabel. Und bei der Normalparabel ist der Scheitelpunkt dieser Punkt 0, 0. Dieser Scheitelpunkt ist deshalb wichtig, weil er ein Orientierungspunkt zum Zeichnen des Parabelgraphen ist. Und ich demonstriere das Zeichnen an diesen vier Parabeln. Stets starte ich am Scheitelpunkt und ich beginne jetzt zuerst einmal mit der Beschreibung der Normalparabeln. Also, wie zeichnet man eine solche Normalparabel? Ganz einfach. Ich beginne hier am Scheitelpunkt. Ich gehe 1 nach rechts und 1 Quadrat, das sind 1 nach oben. Zweiter Punkt. Ich beginne wieder hier am Scheitelpunkt, 2 nach rechts und 2 Quadrat, das sind 4 nach oben. 1, 2, 3, 4. Ich halte hier einen weiteren Punkt dieses Graphen. Dann gehe ich wieder zum Scheitelpunkt, 3 nach rechts, 1, 2, 3 und 3 Quadrat, das sind 9 nach oben. Ich zähle das hier ab und dann lande ich da oben, außerhalb des Koordinatensystems, aber es ist genau dieser Punkt. Und das Gleiche kann ich auf der linken Seite von diesem Scheitelpunkt durchführen. Ich gehe 1 nach links und 1 Quadrat nach oben. Ich gehe 2 nach links und 2 Quadrat, das sind 4 nach oben. 3 nach links und 3 Quadrat, das sind 9 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich halte diesen Punkt. Jetzt verbinde ich diese Punkte hier von links nach rechts. Also verbinde diesen Punkt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem und mit dem. Und damit der Graph noch besser aussieht, fügen wir diesem gestrichelten Parabelgraph noch zwei Hilfspunkte dazu und das sind die beiden grünen Punkte hier. Da gehe ich ein halb nach rechts und ein halb ins Quadrat. Das ist ein Viertel nach oben und ein halb nach links und ein Viertel nach oben. Und jetzt verbinde ich alle Punkte und ich erhalte einen sehr schön gezeichneten Graphen. Sehen wir uns das Ganze bei dem roten Parabelgraphen an. Ich habe hier den Scheitelpunkt. Um jetzt die anderen Punkte zu bestimmen, gehe ich eins nach rechts, eins nach oben. Vom Scheitelpunkt 2 nach rechts und 2 Quadrat, das sind 4 nach oben. 1, 2, 3, 4. Vom Scheitelpunkt 3 nach rechts und 3 Quadrat, das sind 9 nach oben. 1 hier und noch 8 hier macht 9. Also ist dieser Punkt. Und das gleiche führe ich jetzt auf der linken Seite durch. 1 nach links, 1 Quadrat nach oben, das ist hier 1 und so weiter. So, jetzt habe ich aber noch andere Parabeln, die sind hier nur im Ansatz gezeichnet. Das ist die Parabel J und von dieser Parabel J sehe ich nur, dass sie nach unten geöffnet ist, weil dieser Pfeil hier nach unten zeigt und dass dies hier der Scheitelpunkt ist. Also wie gewinne ich jetzt die weiteren Punkte dieser Parabel J? Das ist ganz einfach. Vom Scheitelpunkt gehe ich 1 nach rechts und weil es nach unten geht, 1 Quadrat nach unten. Das sind 1. Nächster Punkt ist 2 nach rechts vom Scheitelpunkt, 1, 2 und 2 Quadrat nach unten. Das sind 4, 1, 2, 3, 4. Dann wird also hier wäre der nächste Punkt. Und der dritte Punkt wäre 1, 2, 3 nach rechts und 3 Quadrat nach unten. Das sind 9. Das hier sind 6 und noch 3 dazu, 1, 2, 3. Dann wäre dieser Punkt hier und so weiter. Das gleiche führt man jetzt auf der linken Seite durch. Also 1 nach links und 1 Quadrat nach unten. Das hier wäre dann der nächste Punkt. Und so weiter. Und am Ende noch die beiden Hilfspunkte, also ein halb nach rechts und ein Viertel nach unten und ein halb nach links und
ein halb ins Quadrat, also ein Viertel nach unten. Dann erhält man hier und da noch Hilfspunkte, damit das hier nicht so aussieht, als ob das hier, also es soll nicht so aussehen, dass das hier ein rechter Winkel ist, ne? Das geht hier krumm durch und diese Hilfspunkte, die dienen dazu, dass die Kurve auch in diesem Scheitelpunkt und der Umgebung schön gezeichnet wird. Eure Aufgabe ist es jetzt, diese Kurven, die jetzt nur unvollständig gezeichnet worden sind, selbst zu zeichnen. Das wäre halt einmal hier die Parabel J und die Parabel H.